Der Philosoph Friedrich Nietzsche sagt, ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum. Der Musiker Kurt Masur sagte das auch, nur anders. Eine Mutter, die ihrem Kind abends ein Wiegenlied singt, sorgt dafür, dass es mit einem Glücksgefühl einschläft und wieder aufwacht. Singen Sie für Ihre Kinder, singen Sie für Ihre Enkel. Machen Sie die Gesellschaft glücklicher. Für ihn gab es nicht irgendwie die Unterscheidung, ich mache nur E-Musik oder U-Musik oder sowas, sondern er hat immer gesagt, es gibt gute oder schlechte Musik. Wenn er irgendwo in einen Raum kam, dann spürte man eine Aura und ein Charisma. Also das ist etwas, was man eben als Geschenk hat. Ne? Das kann man an keiner Universität oder keiner Hochschule erwerben. Und ich denke, dass auch diese Aura, die er hatte, dass die natürlich auch vor allen Dingen für einen Musiker vor so einem Orchester zu spüren ist. Ne? Im Prinzip hat das ja was von einem Zirkusdirektor irgendwie. Ne? So. Bloß, dass man die Peitsche nicht sieht, ne? Nach meinem Gefühl ging die Verbindung zwischen den Leipzigern und Kurt Masur doch relativ früh los, wobei die intensivste Beziehung dadurch entstand, weil sich das in der Stadt rumgesprochen hat, wie Kurt Masur gekämpft hat für das neue Gewandhaus. Ja? Insofern war das natürlich für Leipzig, muss ich sagen, sensationell, 1981 dieses Konzerthaus zu bekommen, wo ich immer grinsen muss, wenn ich an diese Geschichte denke, dass also zu Nachwendezeiten ein Bayer hier vor dem Gewandhaus stand auf dem Augustusplatz und hat hochgeguckt, hat gesagt, na schau, man sieht doch, es geht doch vorwärts. Ne? Der hat sich überhaupt nicht vorstellen können, dass das nicht nach der Wende gebaut worden ist, sondern 1981. Das konnte man natürlich nicht ahnen. Weder Masur noch Honegger, als sie 1981 das Haus eingeweiht haben, dass das 8 Jahre später eine ganz andere Funktion auch kriegt. Nicht nur Konzertsaal, sondern dass der Anfang vom Ende der DDR auch mit in diesem Haus hier eine Rolle gespielt hat. Er hat gemerkt, jetzt ist eine Zeit gekommen, wo Musik machen nicht mehr ausreicht. Am 9. Oktober 1989 hat er ja abends hier ein Konzert gehabt. Und da stand unter anderem auf dem Plan Richard Strauss, Till Eulenspiegels Lustige Streiche. Und da hat er damals gesagt, also kannst du dir vorstellen, dass ich hier Till Eulenspiegels Lustige Streiche spiele und hier draußen werden Leute verletzt oder Schlimmeres. Wir hatten ja alle Angst, dass es dazu kommen könnte, dass es den ersten Toten gibt. Das war ja unsere Hauptmotivation, irgendwas zur Entspannung beizutragen. Kurt Meyer, der war Sekretär für Kultur, hat den Mölzel irgendwie auf den Gang getroffen. Da haben die sich unterhalten und da hat der Mölzel gesagt, ich bin mit dem Lange in Kontakt. Und der Meyer hat gesagt, ich mit Masur. Und da waren wir schon mal 4. Und da kam dann ein dritter Sekretär zufällig draußen dazu, der Jochen Pommert, der sich dann anschloss. Und dann war noch ein Theologe der Universität, Peter Zimmermann, mit draußen, der mit Wölzel ein Gespräch führen musste. Und so hat er gesagt, du kannst doch quasi gleich mitmachen, wir treffen uns heute Nachmittag bei Masur. Und dann sind wir an dem 9. Oktober nachmittags zu Kurt Masur in sein Haus gefahren, in sehr angespannter Gefühlslage, muss ich schon sagen. Wir haben alle ein bisschen aufgeregt. Dann saßen wir 6 da und haben überlegt, welche Sätze sollten wir jetzt formulieren, um beide Seiten der Barrikade quasi anzusprechen, also sowohl die Demonstranten als auch natürlich die Kampfgruppen oder Polizeikräfte. Und dann haben wir das zusammengebastelt und als wir dann fertig waren, sind wir gemeinsam hier ins Gewandhaus gefahren, in seinem Büro. Ich habe das dann in die Maschine getippt und weiß noch, dass ich noch einen Schreibfehler gemacht habe, statt Besonnenheit, Besonnenhit geschrieben habe. Da hat man gesagt, na hoffentlich wird's einer. Und dann ist der Peter Zimmermann, der Theologe, ist dann mit den Durchschlägen los und hat die in die Kirchen gebracht, wo die Friedensgebete waren, die 4 Kirchen. Und
als dann gesagt wurde, wir verlesen jetzt einen Aufruf, da war Totenstille, wurde mir beschrieben, weil die alle Angst haben, jetzt wird Kriegsrecht oder sowas ausgerufen. Wir alle brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land. Deshalb versprechen die Genannten heute allen Bürgern, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass dieser Dialog nicht nur im Bezirk Leipzig, sondern auch mit unserer Regierung geführt wird. Und da haben die Leute ja draußen auf dem damaligen Karl-Marx-Platz schon gerufen, Masur, Masur. Na, also das war für die Menschen in der Weise eine Beruhigung, wenn die gesagt haben, also wenn drei Funktionäre der Partei hier auch mit dabei sind und Masur und der Zimmermann und ich, vor allen Dingen, dass auch diese Funktionäre da waren, das war natürlich sensationell. Also die westlichen Medien, die fanden das natürlich alles ganz schick und toll und die machten dann gleich Masur, der Dirigent der Revolution. Das stimmt natürlich nicht, das war er nicht. Er war kein Dirigent. Es gab in dieser Revolution überhaupt keinen Dirigenten. Also wenn ein Bild, dann müsste man sagen, es gab einen Massenchor. Aber Masur war ein Solist in diesem Chor. Na, und das hat, diese Aufgabe hat er perfekt erfüllt. Er konnte die Musiker in Bann halten, einfach so, würde ich das mal als Laie sagen. Und denn sonst hätte er ja nicht diese weltweite Karriere gemacht, ne? Wenn man hier zur Friedlichen Revolution nun als Gewandhauskapellmeister einen bestimmten Ruf kriegt und bekannt wird, weltweit dadurch auch durch die Medien geht, das reicht natürlich nicht, um dann in New York, in London oder Paris die Orchester zu leiten. Da muss man also auch ein ganz grandioser Musiker sein, und das war auch.